Seit etwa 4 Jahren arbeite ich schon mit unterschiedlichen jungen Performern und Performerinnen an ganz bestimmten Fragen darüber, was sie als ihre Heimat definieren würden, wie sie Familie definieren, ob Religion wichtig ist für sie, welche Familie sie selber kennengelernt haben, welche sie mal gründen wollen, wie sie sich Beziehungen überhaupt vorstellen, aber auch mehr und mehr an der Frage, was bedeutet eigentlich eine europäische Identität? Also, wie wichtig ist Nation noch, wenn man als Europäer lebt, oder lebt man sowieso ein Leben, das grenzüberschreitend ist, wo man in unterschiedlichen Ländern arbeitet und lebt und so weiter? Diese Fragen haben mich interessiert. Also im Grunde hat mich interessiert, wie weit ist eigentlich diese Vorstellung von einem offenen Europa bereits Teil der Biografien ganz bestimmter Menschen? Natürlich habe ich das Projekt auch jetzt in einem Zusammenhang gemacht, in einem historischen Moment, wo die offenen Grenzen und das offene Europa wieder extrem in Frage gestellt werden von radikal rechten Kräften überall in Europa, die wieder versuchen, letztlich alles, was es so an Fortschritt gab in den letzten Jahrzehnten in Europa, zurückzuschrauben und wieder Nationalstaaten mit großem Nationalbewusstsein zu produzieren, wo die Religion wieder eine Rolle spielen soll, die strukturiert, wie Familie auszusehen hat und wie Frauen sich verhalten dürfen und nicht. Also es geht eigentlich darum, letztlich zu reagieren auf eine Bewegung in Deutschland und in Europa, die gegen die Freiheit, gegen die Demokratie gerichtet ist, die wieder ja, ganz starken Nationalismus fordert und die fremdenfeindlich ist. Und mich hat eben in diesem Fall vor allem interessiert zu gucken, also wie sieht es denn eigentlich ganz persönlich aus, wenn man sehr unterschiedliche Menschen zusammen auf die Bühne bringt, also all das, wovor die neue Rechte Angst hat, Diversität, Leute mit komplexen Familiengeschichten. 3 von den Performern sind aus Familien, deren Vorfahren aus Nordafrika, also aus Algerien und Marokko, nach Europa eingewandert sind. So, also diese ganzen Themen haben mich interessiert und es wird hier auch zum Teil sehr witzige Weise dargestellt, aber eben es geht auch immer wieder ganz persönlich um diejenigen, die dort auf der Bühne stehen. Was für Erfahrungen haben die eigentlich gemacht mit ihrer Ausgrenzung, aber auch welche Freiheiten empfinden sie hier in Europa? Ja, es ist so, dass tatsächlich die Lebensgeschichten erstmal alle sehr, sehr interessant und faszinierend sind. Und dass man sieht, dass eben, wenn man ganz genau guckt in den Mikrokosmos, dass sowieso dieses grenzenlose Europa oder das Europa der unterschiedlichen Kulturen, dass das tatsächlich auch real bei den Menschen gelebt wird, die wir hier sehen und die wir erfahren. Das sind Leute, die jetzt gerade anfangen, Familien zu gründen, die aber vielleicht Partner haben aus unterschiedlichen Ländern, die auch immer wieder in unterschiedlichen Ländern arbeiten. Deren Eltern zum Teil als Arbeitsmigranten hierher gekommen sind, teilweise als politische Flüchtlinge, und die also von ihren Eltern eine andere Kultur mitbekommen haben als die, die sie jetzt hier erleben und die sich in diesen ganzen unterschiedlichen Spannungsfeldern letztlich eigentlich zurechtfinden, aber auch alle sehr stark sind eigentlich. Naja, das andere ist natürlich das Europa, was so um uns herum gerade zerfällt oder unsicherer wird oder enormen Erschütterungen ausgesetzt ist. Daran ist auch das Land, aus dem ich komme, Deutschland, nicht ganz unschuldig. Also die deutsche Regierung hat in den letzten Jahren einfach eine sehr aggressive Politik betrieben, auch eine sehr aggressive Austeritätspolitik erzwungen in den südeuropäischen Ländern und dadurch zu einer enormen Spaltung Europas beigetragen und zu einem enormen Unmut einer jungen europäischen Generation, die wenig Aussicht auf gute Arbeit hat, die in prekären Verhältnissen lebt, die unglaublich ungesicherte Arbeitsverhältnisse hat, wenn sie überhaupt Verträge bekommen für das, was sie machen. Und darüber spreche ich halt auch. Also ich spreche auch über die Situation von jungen Leuten in Europa heute, der Generation, die eben nicht mehr teil hat an diesem Wohlstand, die miterleben musste, wie 2008 in der Finanzkrise enorm viel Geld für ein völlig korruptes Finanzsystem rausgeschmissen wurde und das wurde ihnen eigentlich weggenommen. Und natürlich hat das auch in der Konsequenz zu
zu neuen Radikalisierungen in der Gesellschaft geführt. Und diese Radikalisierung spüren wir, seien das jetzt die Rechtsradikalen, die identitäre Bewegung oder seien es auch die Gilets Jaunes. Also es gibt jetzt einfach immer mehr politische Bewegungen in Europa, die ihre Wut und ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen. Das ist ja auch eine neue Art von Schreiben oder Stückentwicklung für mich gewesen dieses Mal. Ich habe also auch Leute eingeladen, die selber schreiben, die zum Teil auch selber Texte für ihre Projekte schreiben. Also die Schauspieler, die da auf der Bühne sind, das sind alles Leute, die auch ihre eigenen Performances machen und ihre eigenen Texte entwickeln. Und es gibt auch viele Texte, die sind direkt von den Schauspielern oder Schauspielerinnen hier in dieser Produktion. Und da gibt es eben unterschiedliche Interessen. Also es gibt da einen Text zum Beispiel, wo sich jemand mit alternativem Geld auseinandersetzt und sich irgendwie selber überlegt, was für utopische Möglichkeiten gäbe es eigentlich, auf unser marodes Finanzsystem zu reagieren, anstatt immer nur weiterzumachen und weiterzumachen. Es ist auch so, es ist natürlich eine junge Generation, die weiß, dass es Grenzen des Wachstums gibt, also dass diese Ideologie, die auch noch mein Vater vertreten hat, das Wirtschaftswachstum wird ohne Ende weitergehen und wir können immer weiter alle möglichen Naturressourcen verbrauchen und verheizen, um unseren Wohlstand zu steigern und zu steigern. Das ist vorbei. Diese Art von Zerstörung der Welt, um immer mehr Wohlstand zu schaffen, die ist nicht mehr möglich. Und natürlich ist denen bewusst, die müssen eigentlich neue Formen des Zusammenlebens, neue Formen der wirtschaftlichen Beziehungen entwickeln und sich auch nochmal neu ausrichten, neu vernetzen, neue Wege finden, wie Menschen und Natur miteinander leben können. Und ich habe diesmal versucht, also ein paar von deren Ideen auch mit auf die Bühne zu bringen. Also überrascht hat mich zum einen, wie unterschiedlich so Beziehungen gelebt werden. Es gibt da jemanden, der oder die seit 3 Jahren oder nee, die eigentlich noch nie eine richtige Beziehung gehabt hat, weil sie sich irgendwie gar nicht vorstellen kann, sich so mit einem Menschen einzulassen. Dann gibt es so eine junge Familie da auf der Bühne, also eine Frau, die mit 2 Männern ein Kind großziehen will, aber ihr eigener Partner ist auch noch Teil dieser Familie mit seinen Kindern aus der vorangegangenen Ehe. Das ist eher wie so ein moderner Urban Tribe, irgendwie so ein European Tribe, der da entsteht von jungen Künstlern, die zusammen Kinder großziehen. Überrascht hat mich erstmal doch die Abwesenheit der Väter bei allen, fast allen, also bei allen, die nicht aus wohlhabenden Familien kommen, muss man dazu sagen. Also das ist offenbar auch ein Klassenproblem. Also diese Väter, die entweder durch eine frühe Trennung dann schon weggegangen sind oder im Gefängnis gelandet sind oder nicht ansprechbar waren für die Kinder. Ansonsten hat mich positiv überrascht, eine unglaubliche Lebensfreude eigentlich auch und ein Wunsch, also sich gar nicht so fertig machen zu lassen von den negativen Meldungen, die es so gibt. Also wenn man Facebook oder das Fernsehen anmacht, dann sieht man halt irgendwie dauernd irgendwas über Trump und Putin und dagegen sind die mittlerweile so ein bisschen immun, habe ich das Gefühl, und schützen so ihr eigenes Leben gegen diese ganze Negativberichterstattung und versuchen eben, also in dem, was ihnen möglich ist, ein positives und auch ein Leben zu führen, was so in die Zukunft gewandt ist. Und es gibt viele, die heiraten wollen. Das hat mich auch überrascht. Also es gibt immerhin 3, die demnächst heiraten werden. Ja. Also die Muttersprache sprechen ja alle noch. Das heißt, viele sprechen auch mehrere Sprachen. Also das sind ja alles sehr besondere einzelne Fälle, also wo bei einem zum Beispiel die Eltern aus Portugal nach Frankreich emigriert sind. Das heißt, er spricht Portugiesisch und Französisch und er lebt jetzt mit seinem Partner in Italien, spricht also auch Italienisch, arbeitet vor allem als Schauspieler in Italien. Das heißt, viele von denen auf der Bühne sind mehrsprachig oder sprechen Arabisch und Französisch oder Deutsch und Französisch und Englisch. Also
sagen wir so, es gibt eher so einen Bezug zur Sprache und zu vielen Sprachen und auch Sprache, die eher was ermöglicht. Also Sprache ermöglicht Beziehungen, Kommunikation, logisch, Vernetzung, ermöglicht, dass man arbeiten kann, dass man eben ein neues Leben anfangen kann oder sich auch eine neue Biografie wieder schaffen kann in einem neuen Land. Und das Vaterland ist eher immer was Einengendes. Also interessanterweise ist so Vater sowieso nicht positiv kodiert hier meistens, sondern entweder als jemand, der eher brutal war und patriarchal war oder der einfach abwesend war, völlig egoistisch war. Also es gibt viele egoistische Väter, die sich nicht um ihre Familie gekümmert haben. Und gut, das Vaterland spielt gar keine große Bedeutung. Also das habe ich gemerkt, dass eigentlich kaum jemand irgendwie national oder nationalistisch denkt oder das Gefühl hat, die Nation als Konstruktion ist etwas, was ihm oder ihr Halt geben würde, sondern das ist eher etwas, was man als überkommen empfindet, etwas, was überwunden werden muss. Ich bin Europa und ich habe Angst vor meiner eigenen Bevölkerung. Meine eigene Bevölkerung vertraut mir nicht mehr. Sie misstrauen meiner Währung. Sie misstrauen meinem Parlament. Sie driften auseinander. Vielleicht sehnen sie sich wieder nach einem Krieg. Also ich habe das Stück geschrieben während des Prozesses. Es sind viele Texte von mir da drin, aber es sind eben auch Texte von den Performern drin oder Texte, die auf Grundlage von Improvisationen entstanden sind. Also es ist, was wir in Deutschland so als Stückentwicklung vielleicht bezeichnen würden, es ist wirklich ein Projekt, was in der Arbeit mit diesen Leuten entstanden ist und auch für diese Leute. Also das sind zum Teil sehr, sehr persönliche Texte, die von ihrem Leben erzählen und manchmal habe ich das auf Grundlage von Gesprächen oder Improvisationen dann später aufgeschrieben. Manchmal habe ich dann auch Sachen natürlich verdichtet und überhöht oder bestimmte Diskurse angeregt. Aber es gibt auch immer wieder einige Texte, also von Tatjana Pessoa, von Gabriela Costa, von Douglas Grauels, die ihre Texte selber geschrieben haben für dieses Stück. Ja, also mich interessiert es immer, mich damit auseinanderzusetzen, was eigentlich gerade jetzt im Moment in unserer Gesellschaft passiert, was sind die drängenden Fragen, die die Leute auch beschäftigen, die letztlich auch auf ihren, auf ihr Bewusstsein, auf ihr Denken, auf ihr Fühlen, auf ihren Körper Einfluss haben. Im Moment ist es so, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo gerade die Gewalt spürbar steigt, also sowohl im virtuellen Raum, in der Sprache auch, die Sprache wird aggressiver. In Deutschland ganz stark spürbar, die Sprache verroht zunehmend durch die neuen Rechten. Das sind immer mehr Wörter, die erfunden werden, die beleidigend sind, die rassistisch sind, die Menschen verletzen sollen, die ausgrenzen sollen. Die ganze öffentliche Debatte in Deutschland hat sich in den letzten 5 Jahren enorm verändert. Das ist etwas zum Beispiel, was ich thematisiere, weil sich die Sprache auch dadurch verändert. Und im Theater, also das Theater ist einfach ein Ort, wo wir uns auch darüber auseinandersetzen können, wie sprechen wir eigentlich heute in unserer Gesellschaft? Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Was sind das eigentlich für Mikroaggressionen, die wir die ganze Zeit gegeneinander ausüben? Und wie wollen wir eigentlich miteinander leben? Und was verlieren wir eigentlich gerade als Gesellschaft? Die Gilets Jaunes zum Beispiel, das hat mich einfach interessiert, weil natürlich sich jede Generation oder jeder Mensch immer wieder fragt, oder nicht jeder, aber Teile von jeder Generation fragen sich immer wieder, wie können wir eigentlich gegen das Unrecht ankämpfen? Was können wir tun? Und die Gilets Jaunes sind eine neue Bewegung, die auch noch gar nicht definiert ist, die irgendwie so sich hin und her bewegt zwischen was einem innovativen linken Projekt, was gegen das Unrecht kämpft und gegen ungerechte Steuern. Aber da mischen sich jetzt auch Teile von so Nationalisten mit ein oder auch so faschistische Tendenzen oder sehr, sehr reaktionäre Tendenzen, homophob und ausländerfeindlich. Und das finde ich
ist auch ein gutes Beispiel für Europa. Also Europa ist gerade so ein Chaos von unterschiedlichen Meinungen, oder es gibt halt irgendwie extrem reaktionäre Bewegungen gerade, die stark werden, und es gibt innovative Bewegungen, die versuchen immer noch eine solidarische Gesellschaft zu schaffen, eine offene Gesellschaft zu haben, in der auch Menschen, die nicht der Mehrheit angehören, teilhaben dürfen an der Gesellschaft. Und das sind so Kämpfe, die ausgeführt werden. Und damit beschäftige ich mich auch. Also ich lasse meine Schauspieler und Schauspielerinnen das diskutieren. Also die diskutieren das selber. Die kommen auch gar nicht unbedingt zu einem Ergebnis. Also es wird jetzt nicht am Ende gesagt, schließt euch alle der Bewegung an, sondern es ist sozusagen eben etwas, was gerade ausgehandelt wird zwischen allen. Also die Antwort wäre eigentlich beides. Man kann auch beides zeitlich schaffen. Also man kann Zeitung lesen und man kann ins Theater gehen. Das Theater ist natürlich der besondere Ort. Das ist ein ganz besonderes Ereignis. Das kriegt man so nicht alleine zu Hause. Man sitzt mit 500 Leuten zusammen in einem Raum. Man erlebt Schauspieler ganz direkt. Es gibt auch eine ganz, ganz direkte Kommunikation. Bei diesem Abend sowieso. Die Schauspieler interagieren an einigen Szenen auch direkt mit den Zuschauern oder sprechen sie an und reagieren auch auf das, was aus dem Zuschauerraum zurückkommt. Und natürlich ist das Theater immer etwas, was einen viel ganzheitlicher erfüllt und erfasst. Also es spricht alle Sinne an, es kann emotional sein, es ist sehr sinnlich, und dann ist es trotzdem intellektuell herausfordernd. Man nimmt die Schauspieler wahr, man nimmt sie sehr persönlich wahr, man kann sich auch mal hineindenken in andere Menschen oder Dinge aus der Perspektive von jemand anderes wahrnehmen. Insofern, für mich ist das Theater so das beste Medium, was es überhaupt gibt. Das hindert mich aber nicht daran, ab und zu mal die Zeitung zu lesen. Also ich habe hier mit dem Choreografen und Tänzer Nir de Wolf zusammengearbeitet. Wir haben schon mehrere Produktionen zusammen gemacht. Und Nir de Wolf arbeitet jeden Tag mit den Schauspielern, so mindestens 2-3 Stunden. Er ist auch bei allen Proben dabei. Und eigentlich ist der Probenprozess so, dass das immer fließend ist zwischen körperlicher Arbeit und dann Textarbeit. Und oftmals verbinden wir das auch. Wir machen viele Improvisationen, wo Leute auch mal körperlich improvisieren und wir dann später das zusammen ordnen und sortieren. Und Nir de Wolf hat eben hier auch versucht, Bilder zu finden für Sachen, die in meinen Texten so angelegt sind. Also viele von den Texten, die ich eben zu diesem Projekt beigetragen habe, handeln auch davon oder erzählen davon, von so einer Nervosität, einer Unruhe auch in den Menschen, in den Körpern, einer Schlaflosigkeit, einer Überforderung, auch einer wachsenden Gewalt und Gewaltbereitschaft. Also irgendwann hatte ich so das Gefühl, das sind alles so urbane Kämpfer, die um ihr Überleben kämpfen, die sich so rüsten. Natürlich ist das so konzentriert und verdichtet im Theater, aber es ist ja so, also kurz bevor wir hier angefangen haben zu proben, gab es ein Attentat. Das war genau in der Straße, in der ich gewohnt habe. Also ein paar Meter entfernt von meiner Theaterwohnung wurden Menschen erschossen. Das war ein Franzose mit algerischen Wurzeln. Die algerisch-französische Beziehung ist eine sehr problematische. Das thematisieren wir auch in dem Stück. Also wir nehmen das alles so auf, was passiert. Und was die Körper angeht, ja, das sind halt Körper, die viel aushalten müssen im Moment und viel Bedrohungsszenario, die eigentlich dauernd das Gefühl haben, sie sind bedroht. Was bedeutet das eigentlich? Gleichzeitig leben sie in einem der reichsten Länder der Welt, aber da wiederum dann leben sie eher prekär. Also was da interessant war, war natürlich Teile, die in den Texten auftauchen, dann auch zu übertragen auf körperliche Zustände. Sich überhaupt zu fragen, also was macht unser gesellschaftliches System im Moment, was in großen Auseinandersetzungen steckt zwischen einmal einer ganz starken antidemokratischen Kraft, die wieder autoritär und autoritäre Herrscher, autoritär sein will, autoritäre Herrscher haben will, die Minderheiten ausgrenzt, und einem ganz offenen System, was irgendwie Komplexität zulässt, dadurch auch sehr anfällig ist. Also wie hält man eigentlich so diese Spannung so aus? Und was für Spannungen zeigen sich dadurch im Körper? Ja, also das Schreiben ist natürlich der Weg, das alles zu verarbeiten. Oder für mich ist mein Schreiben auch der Weg, überhaupt zu prozessieren und zu verarbeiten, was in unserer Gesellschaft gerade stattfindet. Jetzt schreibe ich tatsächlich auch oft nachts. Also, oder beziehungsweise wenn ich schreibe, dann löst sich so die Tageszeit auf. Also dann schreibe ich morgens, mittags, nachmittags, abends, nachts auch.
Und ich teile auch eine gewisse Schlaflosigkeit mit vielen meiner befreundeten Performern. Also die sind auch oft nachts wach und nachts ist dann auch oft die Zeit, wo sie am Computer nochmal ganz viele so Eindrücke kriegen, sich konfrontieren mit dem, was man so im virtuellen Raum so über die Welt draußen erfahren kann. Das ist so ein Bild, was immer wieder auftaucht. Es ist auch ein Bild letztlich oder auch ein Bild für eine Beziehung. Also dass heute Menschen eine sehr innige Beziehung zu ihren technischen Geräten haben. Viele Menschen haben einfach eine sehr innige Beziehung zu ihrem Handy und zu ihrem Computer, zu ihrem Notebook, zu ihrem MacBook oder was auch immer. Also wahrscheinlich verbringen sie mehr Zeit mit ihren technischen Geräten als mit irgendeinem Menschen. Und das versuche ich auch manchmal so darzustellen, dass irgendwie die Nächte eher mit dem MacBook verbracht werden als mit einem Partner. Ja. Was ich vielleicht noch sagen würde, was ich noch wichtig finde, ist, das Stück zeigt zwar so einen Außenraum, also Europa, das sich im Umbruch befindet, das immer gewaltvoller im Moment wird. Es gibt zunehmend Rassismus, es gibt zunehmend Gewalt gegen Geflüchtete. In Deutschland werden jeden Tag Flüchtlinge attackiert, Flüchtlingsheime attackiert. Es gibt aber auch eben eine ganz große und starke positive Bewegung in ganz Europa. In Deutschland gibt es die Bewegung der Vielen. Das ist eine Bewegung, die sich ganz explizit gegen diese Neurechten definiert und sagt, wir wollen eine offene Gesellschaft, wir wollen die Demokratie, wir wollen freie Kunst, wir wollen freie Presse, wir wollen die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, wir wollen auch, dass Menschen mit Migrationshintergrund vollumfänglich teilhaben können an der Gesellschaft, dass Homosexuelle nicht beleidigt, ausgegrenzt und zusammengeschlagen werden, sondern dass sie teilhaben können an der Gesellschaft. Und das gibt im Moment sehr, sehr viel positive Bewegung und das Stück erzählt auch davon. Es hat also ganz viel utopische Ansätze oder praktische Ansätze, wie eine Gesellschaft besser funktionieren könnte, wie man sich viel besser vernetzen kann, wie man eben nicht in die Falle geht und nur in der Angst erstarrt, der Angst vor dem Rechtsruck, der Angst vor den Ausländern, der Angst vor allem Möglichen, sondern dass man weiterhin handelt, aus sich heraus handelt und ganz direkte Beziehungen mit den Menschen eingeht. Und dieses Stück bringt ja auch ganz, ganz unterschiedliche Menschen auf die Bühne, also drei Schauspieler mit nordafrikanischen Wurzeln, dann viele aus Südeuropa, natürlich auch Frankreich, Leute von unterschiedlichen Klassen, Leute unterschiedlicher sexuellen Dispositionen. Das heißt, das zeigt eigentlich, dass es möglich ist, auch in einer großen Diversität miteinander zurechtzukommen, ohne sich gegenseitig zu zerfleischen und ohne dass einer sagt, nein, nur das, was ich sage, gilt. Alles andere ist verboten. Und insofern, ja, finde ich diesen Abend auch einen sehr hoffnungsvollen Abend, weil er eigentlich so, ja, irgendwie sagt, das Leben geht weiter, es ist kompliziert, aber wir schaffen das irgendwie hier weiterzumachen.